Guten Mittag, guten Morgen oder auch guten Abend oder wann auch immer ihr das schaut. Ich bin Patrick vom Kanal Schuhlecker Gaming und präsentiere euch hier nach viel zu langer Zeit. Sorry. Das Teambuilding zum Kampf gegen Flo. Ja. Ich meinte ja, der erste Kampf ist gegen Logan. Beziehungsweise, also Logan Kampf für. Wie ist er nochmal? Geil, ich hab mir den Namen vergessen von alten. Mitglied in der Liga. Auf jeden Fall, der Leiter vom Team Tracking Toxic Rogues ist ausgestiegen. Sorry, dass ich gerade den Namen vergessen habe. Und dafür kam Logan rein. Problem ist, ich wollte jetzt die Kämpfe, ich weiß, es ist sowieso schon viel zu spät dafür, aufnehmen. Nur das Problem war, dass die Replay-Server von Pokémon Showdown irgendwie gerade die Replays nicht mehr anzeigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dauerhaft ist oder jetzt nur für kurze Zeit. Aber ich kann aktuell die neueren Kämpfe nicht, die alten Kämpfe nicht aufnehmen. Das heißt, die Kämpfe gegen Logan, Niklas und Elmar sind alle drei nicht mehr verfügbar. Und das ist halt nicht so geil. Das heißt, und falls ihr dann wissen wollt, wie diese Kämpfe ausgegangen sind, in der Beschreibung müsste ich eigentlich dann auch den Link zu unserer Google-Datei verlinkt haben. Da ist die Tabelle, seht ihr nochmal alle Teams mit Kills und Assists zum aktuellen Zeitpunkt, also nach dem vierten Spieltag. Nach dem vierten Spieltag gibt es auch, also vom vierten Spieltag gibt es auch nur noch das Replay von mir und Flo. Somit kann ich euch nur noch diesen Kampf präsentieren, der aber meiner Meinung nach ziemlich gut geworden ist. Also, wie gesagt, ich werde es verlinken und da seht ihr dann alles von Spieltagen über Tabellen bis hin zu über dann die ganzen Teamübersicht mit Kills einsetzen und sogar eine Quote, wie viele Kills ein Pokémon pro Einsatz hatte. Sorry. Und am dritten Tab müsste auch eine Top-Liste sein mit den Pokémon mit den meisten Einsätzen, die meisten Kills und die meisten Kills pro Einsatz. So, dann können wir jetzt schlussendlich mal anfangen. So, das Team, mein Team Misty Tsunami tritt hier gegen das Team von Flo, die Boss-Gang an. Meine Picks sind Volcanion, Voltolos I mit dem Z-Stein, Mega Shirox, Viscogon, Gyarados, Sumpex, Krippuk, Donphan, Calamanero, Sichlor und Luxtra. Seine Picks sind Brutalanda, Ramot, Pixie, Amidiffel, Machomai, Tintantel, Symvolara, Megafonontor, Amoroso, Rizaros und Donarion mit dem Z-Stein. So, wovor hatte ich Angst? Ich hatte Angst, das Brutalanda hing mir ein bisschen im Kopf, weil ich nicht wirklich viele starke Eis-Attacken in meinem Team hätte. Und Scarf Brutalanda tut meinem Team ziemlich weh. Doch ich dachte mir da, Brutalanda wird sowieso wahrscheinlich Defog spielen, weil er halt Ramot und Symvolara und sowas hat und die Phaeton mitnehmen will. Vor allem Ramot erscheint mir gegen mein Team relativ stark. Also wie gesagt, ich hatte ja noch vor Ramot Angst. Bei Pixie war es nicht so, dass ich Angst hatte, sondern eigentlich eher Ekel. Ehrlich gesagt. Ja. Amidiffel kann man eigentlich gut handeln, wenn man die nötige Defensive hat. Habe ich ja mit meinem Mega Shirox, was ihr da auch schon seht. Machomai hatte ich Angst vor dem Scarfmon. Weil Scarf Machomai tut weh. Und ist halt da auch nicht wirklich, wirklich langsam. Dafür habe ich ja auch was eingepackt. Tentantel ist ekelhaft. Ende. Symbolara habe ich eigentlich eher nicht so gegen mein Team erwartet, einfach nur, weil ich auch meine zwei Unlichttypen habe. Und, ja, und dann auch zwei starke Elektromons. Megafonontor, habe ich eigentlich gedacht, dass es mit. Also, dachte ich, dass es mitkommt, weil ich,
weil ich mehr Reisschwächen im Team habe mit Voltulos, Viscogon und Sichlor und Donphan auch. Und Gardos und Sumpex kann ich da auch nicht so leicht einfach rein switchen, weil da auch ein Gefriertrockner kommen könnte. Und das Ding hat eine offensive Power, die ist abartig. Und gegen Volcano hat das Ding halt ein EQ, also trägt es eigentlich fast mein gesamtes Team ab. Amoroso dachte ich eigentlich eher nicht, weil ich genug Prio im Team habe, um das Ding auch auf plus 2 wegzuknüppeln. Deswegen dachte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt, dass er das gegen mich mitnehmen würde. Und falls er nicht genug Speed hat, kann Voltolos jedes Ding auch noch auf plus 2 outspeeden, was ziemlich krass ist. Rizoros eigentlich eher nicht, einfach ich habe drei Wassermons und da macht Rizoros nicht arg viel. Und dann schließe ich noch Donarion mit dem Z-Stein. Hatte ich ziemlich viel Angst vor. Dann kommen wir jetzt aber erstmal zu meinem Team. Als erstes sehen wir hier Neptun. Das. Okay, das soll ich lieber nicht machen. Ich probier's mal kurz, ob es anders geht. So. Neptun, mein Sumpex. Sorry, dass ich gerade sich ein bisschen verschiebt, aber ja. Neptun, das Sumpex. Mit den Überresten. Natürlich auf Level 15 und Full KP 92 Def, 92 Spezial Special Def und 12 Init. Mit einem mäßigen Wesen, den Tarnstein, dem Eisstrahl, der Schlammwoge und dem Siedewasser. Also die Stealth Rocks hatte ich dabei, damit, weil sein Team allgemein relativ hazardanfällig ist. Und die restlichen Moves treffen alle Pokémon in seinem Team normal effektiv. Die meisten davon sind auch sehr effektiv, was ziemlich geil ist. Das Investment erkläre ich jetzt so. Die 12 Init waren, falls er irgendwas, zum Beispiel Donarion oder sowas, auf meinen Sumpex Speed creept. Damit ich das dann wieder Re-Speed creepe. Weil, also auf ein uninvestiertes Sumpex, meine ich jetzt. Und dass ich halt dann 2 Punkte mehr habe, als ich normal hätte, sodass ich denjenigen dann auch outspeeden kann. Die 92 Def und 92 Special Def waren für den Bulk. Ich glaube, ich überlege gerade, wofür ich das nochmal hatte. Ich glaube, dass ich 2 Käfergebrumme auf plus 1 von Ramot überlebe. Wofür ich dann nochmal gleich viel, dass ich auf beiden Seiten gleich viel aushalte, etwa. Und die 60 Spezialangriffe waren noch übrig, dass ich die ja noch rein. Und ich glaube, die 60 Spezialangriffe waren noch, damit ich Pudalanda mit einem mäßigen Wesen und Eisstrahl one-hitte. Zu 100%. So, dann kommen wir zum nächsten Mon. Und das ist das gute. So, jetzt dauert gerade hier ein bisschen. Das gute. Hallo. Müsste eigentlich gerade funktionieren. Ah, ich habe gerade das falsche Bild angeklickt, sorry. So. So, Volcanion. Volcanion mit dem Leben Orb. 168 KP, 4 Angriff, 252 Spezialangriff und 84 Speed. Mit einem hitzigen Wesen und Feuersturm. Steam Eruption war. Wer ist der Tag nur? Dampfschwall. Schlammwoge und der Steinkante. Ja, ich habe bisher noch keinen Mixed Volcano in der Liga gespielt. Das war jetzt mal so mein erster Versuch. Die 84 Speed wollte ich, damit ich auf einen Speed Level von 101 komme, dass ich alle Pokémon, die 100 nicht die 200 nicht überschreiten, nach einem Tailwind von Sichlor überholen kann. Und dann ist wirklich eine Gefahr. Eine große Gefahr. Der Leben Orb, damit ich noch extra viel Power drauf bekomme. 250 Spezialangriff natürlich, dass ich möglichst viel Power habe. Die 4 Angriff dann noch, weil ich ja noch übrig hatte und die Steinkante auf Ramot natürlich auch töten soll. Ja, die war etwa extra für Ramot und halt für seine ganzen Flugmonster, zum Beispiel auch Donarion.
weil ich nicht weiß, ob da eine Steam Eruption reicht, wenn das Ding zum Beispiel eine Soulfest oder sowas trägt. Ja, 168 KP, die waren für. Wofür waren die nochmal? Ach, sorry, falls ich nicht mehr weiß, das Team, dass ich das Team gebaut habe, das ist schon ein bisschen länger her. Sorry, ja, dann. Ja, dann der Feuersturm, die Schla die Sch Dampfschwall heißt. Ich vergesse mal die deutschen Namen. Und die Schlammwoge, halt, wie gesagt, um wieder relativ viel bei ihm sehr effektiv oder normal effektiv zu treffen. Pixie muss natürlich wieder sehr effektiv getroffen werden, damit das Ding sich auch verpisst. Und die Steinkante, wie gesagt, für Rammert und Donarion. Dann. Schauen wir mal nach dem nächsten Mon. Und das ist. Das gute Voltolos. Voltolos mit dem Stein, mit dem Stein, Gesteinsetzstein. Der Fähigkeit Siegeswille. 84 KP, 252 Angriff, 4 Def, 4 Spezial, 4 Special Def und 164 Init mit einem frohen Wesen. Attacken, Kraftkoloss, Stromstoß, Eisenschweif und Katapult. In der ganzen Liga das erste Mal, dass ich ein komplett physisches Thunderous spiel. Was ich mir überlegt habe, da Flo das einzige Hazard-Removal Brutalanda ist. Und das Auflockern dann natürlich auch mein Siegeswille aktiviert. Und ich somit plus 2 komme. Problem hierbei, ich kann Brutalanda nicht töten und eine Drachenklaue tut weh. So, wie regelt man das? Ja. Ich habe eigentlich auch gehofft, dass der vielleicht noch einen Betrüger raushaut. Mit seinem Brutalanda, damit Voltolos auch noch ein bisschen mehr Boost bekommt. Wieder durch den Siegeswille. Und ich habe hierfür noch den Gesteinsetzstein mit Katapult drauf. Weil auf plus 2 ist das bei einem nicht komplett physisch defensiven Brutalanda oder halt bei einem Brutalanda mit nicht sehr viel physisch defensivem Investment ein One-Hit. Oder ein knapper One-Hit. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber das war jetzt maximal, was ich investieren konnte. Weil ich mit einem harten Wesen Simvolara nicht mehr hätte outspeeden können. Die restlichen IVs sind dann noch, also 164 Speeds sind dann auch mit dem frohen Wesen dafür da, dass ich Simvolara outspeede. Weil das ein schnelles Pokémon im Team ist. Ja. Und der Rest der Moves ist auch wieder, um alles sehr, möglichst effektiv zu treffen. Und der Eisenschweif natürlich wieder für Pixie. Nächstes Pokémon ist Mega Sherox. So. Mega Sherox. Mars, das, wie gesagt, Sherox, mit dem Mega Sherox sieht natürlich, so 36 KP, 252 Angriff, 4 Verteidigung, 4 Spezialverteidigung und 12 Speed. Hartes Wesen und ein Patronenhieb, Kraftkoloss, Aeroass und Auflockern. Ja, Sherox hatte ich hauptsächlich dabei, um Sachen wie ein Outrage-Brutalanda oder Machomai aufzuhalten. Oder auch sowas wie Firnontor. Ja, die 22 Attack natürlich, um möglichst viel Schaden anzurichten. Die 12 Speed, damit ich wieder was Speed creepen, das outspeeden kann. Ja, Kraftkoloss dann und die drei Moves dann wieder, um möglichst alles effektiv zu treffen. Und diesmal habe ich natürlich direkt zu den Step drauf, also muss ich diesmal nichts Spezielles für Pixie haben. Das Aeroass ist übrigens speziell für das Rammort, weil ich das mit wenig Investment auch noch outspeede. Obwohl, nee, kann ich gar nicht, weil ich nicht genug Speed habe. Aber auf den Switch-In kann ich dieses dann direkt besiegen. Das ging jetzt relativ schnell, dann kommen wir jetzt zu dem guten Sichlor. So. Sichlor mit dem Ebolit. 124 HP, 252 Angriff, 124 Speed, 4 Def und 4 Special Def. Mit einem harten Wesen. Rückenwind, Schwertanz, Aeroass und Durchbruch.
Ja, die 252 Angriff, natürlich wieder, um möglichst viel Schaden zu machen. Mit Aeroas und Durchbruch treffe ich so ziemlich alles in seinem Team normal effektiv. Oder, ja, Aeroas trifft sowieso alles in seinem Team normal effektiv. Aber Big Break habe ich dann noch für sowas wie Tentantel. Mit Schwertern kann ich dann nochmal meinen Angriff verdoppeln, was halt ziemlich praktisch ist. Und mit Tailwind outspeed ich alles selbst auf plus 1. Und übrigens ist mit Thunderous vorhin, da habe ich mich vorhin versprochen. Denn das Pokémon ist nicht Symbolare, sondern Ambidiffel, aber ich kann Ambidiffel mit Thunderous nicht outspeeden, also habe ich dann lieber auf sein Symbolares retreat. Ja. Das ist eigentlich dann schon relativ schnell erklärt. Rückenwind, um das Team zu supporten oder sich selbst. Ja. Dann wäre eigentlich schon Sichlor auch erklärt. Als letztes haben wir noch mein kleines Viscogon. Gudra mit der Soulfest, der Fähigkeit Viskosität, 252 KP, 4 Verteidigung und 252 Spezialangriff. Ruhiges Wesen und die Attacken Steinhagel, Schlammwoge, Drachenpuls und Feuersturm. Ihr seht schon wieder, keine Liebe für Pixie. Das kassiert wieder mächtig bei meinem Team. Ja, ich habe hier zwei Moves extra für zwei spezielle Pokémon eingepackt. Und zwar für Ramot und Pixie sind da Roxel und die Schlammwoge. Gui habe ich, falls ich irgendwie mein Gudra mal. Ja, falls Sheox nicht mehr lebt und Pualanda anfängt zu sweepen, kann ich dann wenigstens die Int von dem Ding senken, damit es nicht mehr ganz so mega schnell ist. Das war nur ein knapper Trost, aber besser als nichts. Oder um einen Scarf Machomai oder ein Ambidiff oder sowas auszubremsen. 250 KP und 22 Spezialangriff sind natürlich extra, um noch relativ viel zu aushalten mit der Assault-Fest und um möglichst viel Schaden zu machen. Ja, und Drachenpuls und Feuersturm sind auch neben Rockslide und Sludge Wave, um möglichst vielen Pokémon guten Schaden zu machen. So, das war's dann auch mit dem Teambuilding. Dann bin ich in 10 Sekunden wieder da und dann geht es zum Kampf. Und da sind wir wieder. Im Kampf zwischen mir und Flo. Er hat tatsächlich sein Lunario nicht mitgenommen, genauso wie sein Pixie. Das heißt, zwei Angst-Pokémon waren schon mal weg. Und sagen, dann starten wir mal. Er startet mit seinem Pudalanda. Und ich mit Sumpex. Er geht direkt raus. Ich gehe hier erstmal auf den Eisstrahl. Relativ safe. Dann gehe ich raus, weil ich hier einen Power Whip erwartet habe, aber er geht hier auf den Knockoff, der verdammt viel Schaden macht. Im Nachhinein hat er mir auch noch erzählt, wer ist nochmal, Tentantel, ein Wahlband hatte. Deswegen hat das auch so viel Schaden gemacht. Ich dachte dann, er geht sicher raus auf seinen Ramotter, weil es am besten noch, weil es als eines der besten Mons hier noch die Feuerattacke abfängt, aber er geht in sein Symbolare, aber hätte hier einfach den Focus Blast erwartet. Ich gehe raus in Merkur, mein Sichlor, um hier mögliche Attacken wie ein Psychic oder sowas abzufangen. Und er geht raus in sein Tentantel. Ja, ich gehe auf eine Aeroas und der anschließende Big Break besiegt auch dieses Tentantel. Ja. Upsala, sorry. Sorry, das wollte ich gerade nicht. Ja. Rip Headphone Users. Wie ich zum Beispiel gerade. Mit einem Durchbruch kann ich dann auch schließlich sein Tentantel rausnehmen. Anschließend geht er in sein Ambipom, was ziemlich viel Schaden macht hier bei meinem Sumpix, in den ich dann anschließend reingegangen bin. Hat aber auch ein Live-Orb, das kleine Ambipom. Und er geht in sein Machomai. Ich kann hier endlich mal die Tarnsteine legen, die ja eigentlich so ziemlich das Wichtigste in diesem Match waren. Übrigens noch nebenbei kleiner Funfact: Sein Tentantel hatte ein Walband und Walzer, was ziemlich viel Schaden gemacht hätte. Und hier kriege ich instant den Skype Burn, da hat er mir etwas leid getan, wir waren nebenbei noch im Skype Call und ist erstmal ein bisschen ausgerastet, deswegen. Ist natürlich auch scheiße, dann so direkt
First Try hier in Bern zu bekommen. Ich gehe in meinen Sichler raus, weil das hier, weil ich immer noch vermutet habe, dass der irgendwas gechoiced hat auf dem Ding. Choice Band oder Choice Scarf. Choice Specs werden es ja kommen sein. Ja, und Merkur fing den dann ziemlich gut ab. Anschließend bin ich einfach auf eine Aeroas gegangen, weil das eigentlich das Safeste war, was ich machen konnte. Und kann damit hier sein Ambiform rausnehmen. Somit hat sich nochmal wieder zwei wunderschöne Kills bekommen. Und ja. Bei seinem Bruder Lander gehe ich dann raus, weil ich dachte, jetzt kommt er sicher ein Defog, weil ich ihm nicht Affi machen kann. Aber er geht auf den Feuerzahn. Ich habe da schon gedacht, was hat er jetzt das extra dabei für Schiaus oder was? Ja, dachte ich mir so, jetzt besser als nie. Ich kann das Ding direkt rausnehmen. Drückt den Continental Crush, aber er hat es irgendwie predicted, wie auch immer er es gemacht hat. Und geht dann in sein Machomai. Was ich dann anschließend mit einem Stromstoß rausnehmen kann. Hier war ich dann plötzlich überrascht, das ist ein Scarf, Salamence. Was dann schließlich mein Jupiter, also mein Voltolos, mit Voltanfall rausnimmt. Dann gehe ich in meinen Mars, weil der jetzt eigentlich relativ gut tanken sollte. Gehe auf eine Aeroas. Ich weiß nicht, ob im Nachhinein vielleicht der Ballpunch besser gewesen wäre, aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und kann damit seinen Bruder Lander rausnehmen. Hier kommt jetzt sein Ramot. Ramot, das war ein. Da haben wir ziemlich lange überlegt in diesem Moment. Weil wir nicht wussten, geht der andere jetzt raus oder was? Also vor allem, ich habe überlegt, bleibe ich drin und drücke Aeroas und nehme es raus. Vielleicht. Oder gehe ich raus und predige, dass er mich vielleicht killt. Ja, da hat Flo hier natürlich richtigen Predict gedrückt. Also ich hätte ihn natürlich auch getötet mit Aerial Ace. Ich hatte jetzt aber Angst, dass er vielleicht Quiver Dance, wenn ich rausgehe. Somit geht dann mein Mars drauf. Ich kann hier mein Apollo, weil ich dachte, ja, das ist das Safe, was ich machen kann, aber da kommt leider Bugbuzz. Und dank seinem Tentantel habe ich auch meine Assault Vest nicht mehr, durch die ich das überlebt hätte. Ich bin ja auch erst nicht auf Verkehren gegangen, weil ich Angst hatte, dass er hier vielleicht die HP Ground drauf hat. Gern aber in Volcanion und er hat zum Glück nur den Giga Drain. Nur. Ja. Aber dann kam Symbolara. Symbolara hatte ich nicht so viel Angst vor eigentlich. Bis er dann mir dann gesagt hat, dass das Ding Specs ist. Und das macht verdammt viel Schaden. Das killt Volcanus. Also mein Volcanion. Ich gehe in Sichlor, aber in dem Moment ist aufgefallen, ich habe ja nicht Full Speed Investment, das heißt, der nimmt mich raus. Und ich habe noch einen Mon. Jetzt kam es halt drauf an. Ich war mir jetzt relativ sicher, dass Snaptune das jetzt reißen wird. Ja, aber es hat Air Slash und er flincht. Und damit habe ich ein gutes 5 zu 2 ziemlich blöd verchoked. Aber nochmal GG an Flo. War ein nices Match. Und ich würde mal sagen, würde mir gefallen, wenn es euch, also ich fände es schön, wenn es euch heute gefallen hat. Ich weiß, ich habe vergessen, ein bisschen Musik im Hintergrund einzublenden. Das mache ich vielleicht noch gleich oder so. Ja, aber hoffentlich hat es euch gefallen. Lasst da, was ihr wollt. Könnt auch in die Kombibox verkacken, wenn ihr Bock habt. Ja, dann würde ich mal sagen, tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Und sorry, dass so lange nichts kam.